Maiko zugleich so wie Mo. Ja, hallo und herzlich willkommen. Pünktlich auf die Minute, aber noch ohne Bild hier bei den Semi-Pro-Noobs. Und die wichtigste Info zuerst, meine Kaffeemaschine scheint wieder zu gehen. Scheint. So. Oh, kein Bild. Kein Bild. Warum kein Bild? Tada, jetzt mit Bild. Hallo und herzlich willkommen an einem für, wie ich finde, frühen Sonntagmorgen. Wir haben heute ein bisschen Warcraft. Zuallererst haben wir natürlich Original AI im Peon Pit. Und zwar gegen Vedex, einen Nachtelfen, während Original Human spielt. Soweit ich weiß, laufen gerade die Map-Picks. Und dann starten wir auch gleich direkt ins Game. An meiner Sprechgeschwindigkeit erkennt ihr schon, es steht noch nicht alles ganz und ich bin ein bisschen überfordert, nicht multitaskingfähig. Aber gleich bin ich auch geistig da. So, genau. Und währenddessen schauen wir mal uns im Peon Pit ein wenig um. Was ist denn bisher passiert? Original hat auch schon gespielt. Bisher 2 Matches. Und Überraschung, er hat auch schon 2 Punkte. Also 2 Map Wins bei Original. Hier im Peon Pit. Vedex, 2 Matches, 2 Punkte. Auf dem Papier klingt das doch interessant und ausgeglichen. Schauen wir mal an, wer hier gegen wen bereits gespielt hat. Schauen wir uns mal an. Puh, es ist früh. Ich werde langsam aber sicher wach. Was ist los, Leguan? Gut, okay, der Platzhalter 17 war dabei. Ah, okay. Gut, dass wir das durchgehen. Vedex verliert gegen Was ist los, Leguan? Mit 2:0. Und holt seine 2 Maps hier gegen den Platzhalter. Hat also faktisch noch keine Map gewonnen. Aber auch erst ein Match gemacht. Guten Morgen, Sari. Und wie immer, ihr lest es hoffentlich in der Stream-Information, wenn ich das nicht versaut habe, ordnungsgemäß umzustellen. Wir haben einen Delay von 60 Sekunden, da es sich um ein Ligaspiel handelt. Und zum Programm im Anschluss, das habe ich noch nicht korrekt reingeschrieben, gibt es noch mein letztes Ligaspiel aus der Liga 5A von gestern. Gegen... Es war ein Ork. Und wir haben gar keine Zeit hier lang zu quatschen. Der Spielname ist schon da. Wir schauen uns noch kurz an, was Original bisher gegen wen er gespielt hat. Zack. So. Gegen Duncan McLeod holt er ein 1-1 und damit ist klar, bei 2 Punkten gegen Was los, Leguan hat er auch ein 1-1 geholt. Was los, Leguan gewann, wie gesagt, gegen Vedex. Damit müsste man sogar sagen, Original hier an sich ein bisschen im Favoritenstatus. Ab ins Game. Ja, Sari, es ist berauschend, was ich alles kann. Wenn ich einen Kaffee hatte, aber der ist noch nicht so ganz fertig. Guten Morgen, Major mit Job.
machen wir mal noch ein bisschen Druck. Mein Kopf ist auch hier nicht im Bild. Ah, okay, das ist nicht so schlimm. Dann hole ich noch meinen Kaffee. Mein Gesicht kriegt ihr gleich wieder zu sehen. So, kleine Kaffeemaschine, bitte, 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 bitte. Wer es nicht mitgekriegt hat, die wollte mich gestern im Stich lassen. Ich war schon verzweifelt. Und jetzt gibt es noch ein Bildchen von mir. Auch wenn das üblicherweise niemand sehen will. Ist ja interessant. Tada! So nah. Na gut, ihr müsst mit dem leben, was ihr bekommt. Da sind die Go-Go-Go's, das GLHF. Der Kaffee ist fertig, das System funktioniert. Wir freuen uns auf ein schönes Match im Peon-Pet. Boah, Peon-Pit der RBTV Crip Camp Liga. Mike off. Mike on. Also, Original in der rechten oberen Ecke hier auf Amazonia in Gelb. Als Human und mit einem ganz leichten Favoritenstatus. Kann das nicht ernsthaft bewerten, aber zumindest die Tabelle sagt das. Mit seinen bisher geholten zwei Maps hier im Peon Pit ist der Vedex derzeit um zwei Maps voraus. Der zwei Punkte auf im Scoreboard stehen hat. Aber die kamen gegen den Platzhalter, also von einem ausgefallenen Spiel. Ansonsten sehen wir hier Nachtelf, Altar, Moonwell und Ancient of War. Und wir sehen keinen AOW-Creep, sondern in der Basis gebaut. Hallo, ein Mann, ein Wort, Bier. Tihi. Herzlich willkommen und danke, glaube ich. Bin ich selbst reflektiert? Klingt gut. Welchen Helden sehen wir? Der Demon Hunter. Ich bin überfordert mit diesen hochphilosophischen Sätzen hier heute Morgen. Ich scroll so in der Stunde zurück und lies den Satz nochmal, dann komme ich mit. Auf der anderen Seite sehen wir einen Archmage. Und für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, 60 Sekunden Delay, deshalb langsame Reaktion meinerseits auf den Chat. Es ist ein Ligaspiel, da bauen wir den immer ein. Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander. Das ist ein einfacher Satz, den verstehe ich. Und die Sari weiß da ziemlich sicher, wovon sie spricht. Oh, ein Footman ist hier. Niemand scoutet. Nichts passiert. Zwei Archer warten auf ihren Demon Hunter. Da ist der da. Der nächste Moonwell kommt. Der dritte Moonwell insgesamt schon. Und es werden fleißig weiter Wisps gepumpt. Und jetzt geht's mit dem kleinen Spot hier los. Friedliches Creeping Original AI. Ebenfalls 5 Milizen. Wie immer. Nicht ein bisschen... Könnten vielleicht auch weniger sein. Dafür die Footmen nicht direkt reingeschickt. Aber das Micro ist gut. Das Water Elemental hat das Lightning Shield abgekriegt. Das steht weit draußen. Das passt alles. Jo, von der Mini-Kritik, dass vielleicht auch 4 Milizen gereicht hätten. Abgesehen, alles wunderbar. Hm.
So, Claw's Attack plus 5 bleibt noch ein bisschen liegen. Die Milizen gehen zurück. Jetzt holt er sich's und das Kleine wird begonnen. Während unser Nachtelf hier nur die zwei Kleinen macht, das Große noch ausgelassen hat. Ohne AOW ist das am Anfang für den Nachtelfen, denke ich, auch schwierig zu creepen. Das führt aber dazu, dass der Demon Hunter nicht Level 2 ist. Original ist Level 2. Und ich jammere gleich mal noch ein bisschen rum. Meine Maus fühlt sich heute Morgen komisch an. Ich weiß noch nicht wieso. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Original ist im Tech. Hat keinen Shop gebaut. Braucht er bisher nicht. Der wird nicht unter Druck gesetzt. Soweit also so gut. Aber kein Turm auch. Ist die Aggressiv-Variante. Die schnelle Tech-Variante hier. Klappt alles. Da Vedex ja auch recht passiv bisher zu Werke geht. Aber auch er ist im Tech und baut die Hunters Hall. Die wird rechtzeitig fertig sein für den Tech. 30 von 40 Supply, also fast ein Moonwell zu viel aktuell, aber bald braucht er den natürlich. Und kurzer Tech-Vergleich. Original ein bisschen schneller. Vedex hier am Creepen. Oh, hier verliert er einen. Ja, hier verliert er einen Archer. Das ist bitter. Das sollte nicht passieren. Ansonsten hat er aber Level 2 erreicht. Das ist wichtig. Da freut er sich. Oh, aber viel Schaden hier auf dem Demon Hunter. Aber so richtig viel. Starkes Creep Camp. Also, dass die so viel Schaden machen. Wow. Original hier mit einem einfacheren. Deshalb auch locker lässig mit Water Elementals und Footman ist er hier natürlich in einer guten Verfassung zu creepen als Human. Lass nicht die Slippers liegen. Genau. Und dann passt das. Ach, Gottchen. Seht ihr das? Seht ihr eigentlich das Overlay? Lieber Chat, bitte kurz eine Info. Sind rechts und links oben im Eck die Helden angezeigt mit Levels? Ich habe ganz vergessen, das zu erwähnen. Ich probiere das heute mal zum ersten Mal mit Overlay aus. So, wir sehen einen kleinen Push von Vedex, der hier das Arcane Vault tatsächlich canceln könnte, da Original gerade unten ist und den Spot von Vedex creept, was auch ganz gut ist. Er klaut ihm Experience. Er hat Level 3 erreicht, findet einen Ring of Protection. Aber, da geht es erstmal auf den Rifleman. Der ist ihm wichtiger. Ist auch nicht falsch. Der Switch von Original auf Rifleman mit der Blacksmith, da kommt es nämlich auf Masse an. Aber jetzt chased er den sehr lange, ohne was Sinnvolles zu tun. Ich denke, das Arcane Vault zu töten wäre da fast die bessere Entscheidung gewesen. Oder idealerweise mit den Archern das zu machen und mit dem Demon Hunter nur hinterher zu laufen. Aber hier findet er jetzt direkt den nächsten Rifleman, der ganz allein gegen viele Archer hier rumsteht. Und Original läuft nur zurück. Es kommt rein. Jetzt kommt das TP, aber die Footmen laufen weiter. Da könnten einige Footmen zu weit weg sein, um mitzukommen. Ja, da schafft er es, ohne Footmen zu TPen. Das sieht soweit gut aus für Vedex in dem Angriff. Da fällt der nächste Rifleman. 2 von 2 Riflemen damit direkt tot. Und Call to Arms, das ist ein erheblicher Wirtschaftsschaden. Hier Level 3 für den Demon Hunter auch. Das ist klasse. Er nimmt Emulation. Und zwar hier. In diesem Fall mal ausgezeichnete Idee. Jetzt stehen sie alle drumherum. Original zieht sie auch nicht weg. Er lässt sie einfach hier dran stehen und da sterben so viele Worker. Der Demon Hunter hat ein TP. Er kann sich also auch noch raus-TPen. Es fallen jetzt aber auch viele Archer. Also viele Archer gefallen. Original mit einer großen Footman-Armee. Aber so viele Worker down. Und jetzt kommt das TP und noch einer down. Ich sehe im Moment noch einen Worker bei Original. Einen. Also trotz aller Verluste auf Seiten von Vedex an Archern war es das definitiv wert und das war ein guter Angriff. Aber er muss die Emulation ausmachen, die frisst die ganze Zeit Mana. Das sehen wir daran, wie schnell es runtergeht. Ein Mann, ein Wortbier, danke für die Info. Nein, okay, dann müssen wir da nochmal schauen, dass ich das mit dem OBS vielleicht, muss ich das extra abgreifen? Bin da nicht ganz so kompetent. Das benutze ich immer als Ausrede. Nicht kompetent zu sein ist eigentlich gar nicht so schlimm. Da hat man immer eine Ausrede. Vedex, ich weiß nicht, ob er das nicht weiß, nicht dran denkt. Jetzt ist sie aus, weil es Mana leer war wahrscheinlich. Einmal ist komplette Mana weggeburnt. Aber ein vernichtender Angriff wie Original mit seinem Shredder, den braucht er jetzt auch ganz dringend. Das Sanctum kommt. Aber das Gold tröpfelt jetzt natürlich nur rein mit 3 Workern. Ich weiß nicht, das wäre jetzt vielleicht eine Idee gewesen, direkt zu pushen. Die Armee ist schließlich noch da und er hat fast alle Archer ja auch erledigt gehabt.
die aber schon fleißig nachproduziert werden, in einer langen Schleife. Der AOL ist da, hier fehlt natürlich die Produktion. Triade schnell dazu hätten, aber er hat schon wieder genug, um sich auf jeden Fall verteidigen zu können, wenn hier ein Angriff käme. Stattdessen creept Original weiter, was ihm leveltechnisch natürlich etwas bringen wird. Er hat noch keinen Second Hero. Obwohl er... Ich habe gestern schon verlernt, versucht endlich mal zu lernen, wie die Gebäude heißen, auf welchem Tier. Obwohl er auf Tier 2 ist. Keep ist Tier 2. Hier kommt der Mountain King. Tree of Ages ist Tier 2, das habe ich gestern gelernt. Soweit sehen wir ein durchaus spannendes Spiel, auch wenn es jetzt nicht so actionreich ist. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, wer hier die Nase vorn hat. Heldentechnisch definitiv Original, wenn noch ein paar Rifler reinkommen. Army-technisch auch, aber wirtschaftlich war das halt wirklich ein heftiger Rückschlag. Allerdings taggt Vedex nicht auf Tier 3, hat nur einen Bären, also aus seinem wirtschaftlichen Vorteil macht er im Moment nicht so viel, außer sehr, sehr, sehr viele Archer. Und jetzt kommt der Push von Original mit Mountain King. Armer kleiner Archer, du überlebst nicht. Detonate hat zumindest den Mountain King erwischt. Er burnt hier ein bisschen Mana vom Mountain King weg. Und jetzt geht's rund. Auch Original schickt und glaube ich nicht mit A-Click die Army rein. Ich mache das auch zu selten. Demon Hunter mit Immolation sieht man auch selten. Die Footmen machen natürlich einen verdammt guten Schaden an die Archer. Der Clap war zu früh, der hat nur einen erwischt, der hätte mehr mitnehmen gekonnt. Aber die Archer, solange sie nicht weglaufen oder nicht irgendwie in Sicherheit sind, fallen die sehr schnell gegen die Footmen. Und das sehen wir hier, die gehen alle down, einer nach dem anderen. Der Mountain King damit schon Level 2, damit Original jetzt doch stark, hat stark in der... Stark in der Oberhand. So, da ist das GG. Original gewinnt mit 1:0 durch den überzeugenden Endkampf hier. Das gibt mir die Zeit, kurz nachzuschauen. Okay. Der Anti... böse Worte-Bot hat Neugier irgendwie gerade als böses Wort identifiziert und wollte diesen Post zurückhalten. Das haben wir natürlich erlaubt. Neugier darf man auf diesem Channel definitiv sagen. Und dann lasst mich mal ganz kurz schauen. Ja, wie immer, Multitasking-Fähigkeit und so weiter. Wir sind gleich geistig wieder da mit dem zweiten Matchup. Ah ja, ich sehe, was ich falsch gemacht habe. Moin, Duncan MacLeod. Nein, du hast nur das erste Spiel verpasst. Das zweite folgt zugleich. Original führt mit 1:0 gegen Vedex. Und wir sehen gleich das zweite auf Terrina Stand. Leider noch ohne Overlay. Jetzt kriege ich das leider dann doch noch nicht hin. Aber ich mache Fortschritte. Es ist schon auf dem Rechner. Ich muss es nur noch in den Stream kriegen. Und ich weiß jetzt auch schon, wie das geht. In the game. Gleich geht's weiter mit Spiel 2.
Ich würde kleine Pause gibt's von WedEx für 3 Minuten. Das gibt mir Zeit, ein bisschen hier zu basteln. 60 Sekunden Delay, da es ein Ligaspiel ist. Original führt 1-0 gegen WedEx. Und im Anschluss dürft ihr noch das Replay bewundern meines Spieles gestern. Gegen Oni Demoni bin ich gestern angetreten in der Liga 5A. Und danach, je nachdem wie gut gelaunt ich bin, wie fit wir sind, können wir noch ein paar Replays uns anschauen aus Liga 5A. Das ist meine Liga, also muss ich die natürlich gründlichst analysieren, um mein nächstes Ligaspiel, das noch nicht sicher, aber wahrscheinlich am Montag gegen Furka stattfindet, vielleicht erfolgreich bestreiten zu können. Wir haben 60 Sekunden Delay wegen, weil es halt ein Ligaspiel ist, wie immer, Duncan McLeod. Deshalb erfährst du das wahrscheinlich 60 Sekunden zu spät jetzt, aber ja, gerne. Es war kein übermäßig actionreiches Spiel, aber durchaus spannend. Original ist als Favorit reingegangen, würde ich sagen, ist dem auch gerecht geworden. WedEx war in den Kämpfen, die Archer sind sehr schnell gefallen gegen die Footmen, die wurde nicht so gut gemicrot. Also es war schon besser von Original, aber WedEx hatte einen starken Push in die Base und hat praktisch einmal alle Worker niedergemacht von Original, konnte aus seinem Echo-Vorteil dann aber keinen Vorteil schlagen beim nächsten Push von Original in die Base, mit dem er das Spiel dann beendet hat. Tier 2 als Human mit Archmage und einem Mountain King, der noch ein bisschen mitmischt. Das war dann ganz gut. Und meine Stille resultiert daraus, dass ich ein bisschen am Overlay bastle und hoffe, dass das passt. Gleich dann. Das wäre natürlich nice, theoretisch. Könntet ihr gleich ein Overlay haben, wenn es hier weitergeht ins zweite Match im Peon Pit. Hehe, hat der Winkes genug Gesprächsthemen? Gesprächsthema ist relativ, ich schweige euch einfach ein bisschen an, das ist schon in Ordnung. Aber was wir natürlich machen können, wir springen noch mal kurz in den Browser und schauen hier uns die Liga an. Das ist der Stand. Original bisher 2 Matches, zweimal 1-1 gespielt. WedEx 2 Matches, einmal 2-0 verloren. Gegen den Platzhalter hat er seine 2 Punkte geholt. In dem Sinne hatte ich Original ohnehin schon mal als Favoriten ausgerufen, so rein nach der Tabelle. Und ja, Was los Leguan hatte gewonnen gegen WedEx. Gegen Was los Leguan hat Original beim letzten Mal ein 1-1 rausgeholt. Insofern bisher wird er seiner Favoritenstellung hier gerecht. Nebenbei, das ist ein historischer Moment. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich auf diesem Stream Original als Favorit bezeichne. Und er gewinnt auch noch eine Map. Den Tag darf er sich im Kalender anstreichen. GLHF. It's Showtime für Match 2. Achso, aber ihr seid nicht in Warcraft. Das sollten wir vielleicht noch ändern. Tada! Original als Human gegen WedEx als Night Elf, diesmal auf Tyrannas Stand. Und das ist eine schöne Map. Okay, Thema Overlay. Was ich jetzt geschafft habe, ist, dass ich selbst auch nicht mehr sehen kann. Damit sieht es jetzt niemand. Schade, ich arbeite daran. Zum nächsten Mal.
Ja, das ist schade. Sorry, wenn ich da so ein bisschen im Overlay hängen, aber eigentlich sollte es gehen. Nun ja. Vedex in der linken oberen Ecke. Standardbild hat vorhin auch schon keinen AOW-Creep gemacht, sondern die Safe-Variante in der Basis gespielt. Altar, Moonwell, soweit, so gut. Original, auch hier mit dem Standardbau. Auch das hat er im ersten Match so gemacht. Kein Rifleman-Bild direkt, sondern mit dem Archmage und vielen Footmen erstmal arbeitend. Und da wir auf Serena Stance sind, gehe ich davon aus, das tut er wieder und wird wahrscheinlich hier das Mercenary Camp direkt mal creepen. Mit Milizunterstützung sollte das auch alles ganz gut hinhauen. Ja, Sari, das kam nicht Tige vor. Du bist auch noch nicht ganz wach. Diesmal sehen wir aber einen Keeper of the Grove. Hier durchaus, ja, öfter gespielt. Das kam noch nie vor, Sari, genau, ja. Der nächste Moonwell kommt. Der erste Archer ist da. Der zweite wird wahrscheinlich gleich produziert, sobald das Gold da ist. Nein, es wird noch ein Wisp erstmal in Auftrag gegeben. Go Original! Na, immerhin kriegt er ein bisschen Unterstützung. Das sind sie, diese Erfolgsfans. Kaum gewinnt er mal eine Map, wird er plötzlich unterstützt. So, schauen wir uns Originals Creep an. Zwei Footmen, der dritte ist unterwegs. Gleich kommt hier ziemlich sicher die Milizen. Während unser Nachtelfenfreund hier wieder das kleine Camp zuerst macht. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir hier Kleinigkeiten kritisieren können beim Creep von Original. Oh, und ich kritisiere gleich mal, dass er feige nicht das schwierige Mercenary Camp macht, sondern anscheinend eine Fast Exe spielen möchte. Was natürlich nicht schlecht oder nicht falsch ist. Kann er genauso machen. Und dann sollte das hier jetzt aber auch lockerlässig funktionieren mit den Milizen, die zwar ein bisschen zu spät kommen, aber das Camp hier ist einfach zu creepen. Man kann hier wenig falsch machen. Und Vedex mit einem guten Scout hier, den hat er direkt schon gesehen, geht danach in die Mitte, um sich die hier zu holen mit seinem Keeper of the Grove. Aufhalten kann er ihn natürlich jetzt sicher nicht, aber er wird gleich wissen, ob hier eine Echse gebaut wird oder nur gecreept wird. Duncan MacLeod, grundsätzlich immer gerne, wird heute aber wohl nicht klappen. Original hat nicht viel Zeit danach. Ich hoffe, dass er Zeit hat, mit mir kurz mein Spiel von gestern zu casten. Und dann muss er auch schon eilig weiter, leider. So. Okay, es waren 5, das hätte gepasst, aber er möchte. Schickt sie zurück. Nein. Da kommt die Echse. Klassische Fast-Echse hier von Original. Vedex mit seinem Keeper unterwegs und zwei Archern. Was macht der Tech? Der Tech ist unterwegs. Gleich kommt wahrscheinlich die Hunter's Hall. Hier natürlich noch kein Tech mit der Fast-Echse. Original wie immer. Ballsy. Also mutig unterwegs. Irgendwie mag ich das Wort Ballsy in letzter Zeit. Kein Turm, kein Sicherheitsturm. Arcane Vault kommt. Recht weit vorne. Creept hier noch den kleinen Spot. Ist noch weit weg von Level 3, aber der Keeper ist noch weg von Level 1. Hat damit kein Entangle, sondern nur die Treants. Und kommt jetzt mit drei Archern zum ersten Versuch, die Echse abzubrechen oder zumindest zu verzögern. Da hat er den Human Original direkt mal im Rücken, der mit seinem Creep Camp rechtzeitig fertig wird. Die Footman wieder reinschickt und die Archer bleiben wieder stehen. Die kriegen halt so viel Schaden von den Footmen. Ja, jetzt läuft er weg. Das ist gut. Ein bisschen zu spät, schade. Aber die beiden Footmen hat er keinen verloren. Jetzt könnte er noch einen verlieren. Ja, einen verliert er, aber trotzdem, es war jetzt ein Footman gegen zwei Archer und die Echse ist. Untouched, ich weiß so viel Englisch und so weiter, aber ja. Passt hier einfach ganz gut. Die Echse steht sicher, der Turm, der Arcane Tower steht auch. Der Keeper kriegt das Mana geburnt, auch wenn Original jetzt hier, glaube ich, noch ein Water Elemental verloren hat. Hat er insgesamt jetzt zwei Footmen verloren, den Angriff abgeschlagen. Der ist ein Erfolg, die Echse läuft, steht alles
Gut. Danke, McCloud. Ja, grundsätzlich machen wir das eigentlich sogar oft, aber in letzter Zeit ist es zeitlich etwas schwierig, deshalb muss ich hier ganz alleine casten. Trauriger kleiner Winkes. Aber ich habe Kaffee, solange ich Kaffee habe, geht's mir gut. Zwei Arcane Towers sogar, okay. Und gleich der vierte Turm wird noch hinterhergebaut, also so, ich sag mal, unvorsichtig mutig er in seiner Main vorgeht, so bedacht auf Sicherheit ist er bei der Echse. Hier kommt die Blacksmith, um dann wieder wohl Rifleman zu adden. Gehe ich stark davon aus. Tech ist natürlich nach wie vor nicht da, da fehlt es an Holz. Lumbermill hat er dafür schon gebaut. Dafür und für Türme. Aber ich denke mal, in dem Fall war es tatsächlich zunächst mal wegen Holz. Und ich zähle leider 5 Worker in der Goldmine, also auch hier nichts zu kritisieren. Tier 2, Tree of Ages ist erreicht. Double Ancient of Lore steht in rechtzeitig, just in time. Hier wurden auch schon erste Upgrades gebaut, die nicht für die Archer, sondern für die Bären sind. Also wird unser Nachtelf wohl auf Bären gehen und hat sich die Naga als Sect Hero geholt. Nebenbei nochmal die Frage: Mir wird es jetzt angezeigt. Könnt ihr das Overlay sehen? Rechts und links die Helden-Infos? Und ja, wer erst zugeschaltet hat, wir haben 60 Sekunden Delay. Also, ich muss jetzt auf die Antwort aus dem Chat warten, beziehungsweise ihr werdet verwirrt sein, dass ich das so spät frage. Und auch unser Nachtelf mit Naga creept jetzt die Echse. Die Naga noch ohne Skill. Soweit, so gut. Versucht im Overlay zu sehen, wer was geskillt hat, aber nein, das wird so gar nicht angezeigt. Da muss ich noch dran arbeiten. Aber ich hoffe sehr, dass es zumindest angezeigt wird. Das wäre schon ein großer Erfolg. Der Keeper ist noch nicht Level 3 und unser Archmage ist Level 3. Macht einen Unterschied. Die ersten Rifler sind dabei und auch der Tech bei Original läuft jetzt. Er baut eine Second Barracks direkt mal, um dann schnell die Rifler nachschieben zu können. Klingt für mich an sich logisch. Oder er will direkt durchstecken und langfristig tatsächlich auf Knights gehen. Schauen wir mal. Danke, Duncan McCloud. Wunderbar, soweit so gut. Bei den Skills schauen wir mal noch. Die kann ich wahrscheinlich im W3 Booster selbst einstellen. Fantastisches kleines Programm. Eigentlich selbst für technisch Inkompetente wie mich leicht zu machen, kurz installiert und schon läuft es. Die Anleitung, wie man es in den Stream einbaut, ist auch direkt mitgeliefert. Deshalb habe sogar ich das geschafft. Großes Kompliment und vielen Dank für die Mühe. Umsonst ist es nämlich auch. Oh, ein kleiner grüner Spot hier. Sicherheitsvariante von Original. An den großen hat er sich nicht getraut. Keine Kritik dafür. Auch Vedex wieder eher passiv unterwegs. Schöne Claw, die krallt er sich hoffentlich noch. Gut. Der Keeper mit plus 10. Ungewöhnliches Inventar für den Keeper, aber interessant. Und nicht unbedingt schlecht. Schaden ist immer gut. Er ist ja auch trotz allem ein Fernkampfheld, also passt schon. Und jetzt wird hier weiter gecreept. Zurückhalten von beiden. Schauen wir mal, wer wen outcreepen kann. Hier ist das Lightning Shield und das müsste jetzt rausgemoved werden. Da bleibt er aber drin stehen. Das heißt, das Lightning Shield macht dann alles Schaden, was drumherum steht. Wir sehen schon die beiden Archer hier schon schwer angeschlagen, nur von dem Lightning Shield. Die könnten sogar fallen. Da fallen zwei Archer wegen einem Lightning Shield und wenn er Pech hat, noch ein dritter. Oh ja, das war bitter. Zwei Archer hier am Creep Camp verloren. Scroll of the Beast ist dafür nett. Level 3 und Level 2 ist soweit in Ordnung. Original jetzt Level 4. Er spielt ja noch Single Hero. Hier kommt wahrscheinlich, genau, der Mountain King ist unterwegs. Die Barracks produziert ein paar Riflemen. Ich sehe ein. Oh, da spielt er heute Age of Empires mit sehr vielen Produktionsgebäuden.
Ein Workshop und das Double Sanctum. Also er hat die Echse, denkt sich wohl, er hat genug Ressourcen, um alles zu produzieren. Workshop für Flying Machines, aber gegen Nachtelf ist das auch eher selten benötigt. Mortar Teams würden Sinn machen. Die Barracks machen für mich immer noch Sinn. Oh nein, ich verstehe, hier kommt der Tech auf Tier 3 direkt durch und dann kommen bestimmt Knights hier raus. Kann man Knights und Gyros spielen? Wobei beim Nachtelfen, was hat der Fliegendes, was gut gegen die Knights wäre? Ja gut, Chimären, aber das glaube ich nicht. Vielleicht deshalb nur einer, weil es gegen Nachtelf nicht unbedingt nötig ist, viele Gyros zu haben. Aus den Sanctums werden wohl ein paar Unterstützungspriester kommen. Und Sorceress. Aber alles in allem, ist das jetzt schon eine starke Army gegen den Nachtelfen, vor allem solange die Bären noch kein Upgrade haben. Und je mehr Riflemen kommen, desto wichtiger wäre für den Nachtelf vielleicht sogar Mountain Giants zu spielen. Die bösen Riflemen machen einfach viel Schaden. Also die paar Archer hier werden sehr schnell fallen, genauso wie die Triaden. Bei den Bären muss man schauen, ob sie und wie sie an die Riflemen rankommen oder ob Original es schafft, mit seinen Sorks, die bestimmt noch nachkommen, und dem Slow das Micro so zu gestalten, dass sie gar nicht rankommen. PS, 2000 Gold auf Seiten von Original. Nur 100 auf Seiten von Vedex, also Vedex effektiver im Ausgeben. Dafür hat Original aber ja auch die Echse und somit schlicht und ergreifend mehr Gold. Jetzt kommt hier auch die Sorg, wie angekündigt, die Priester und Mortar Teams, auch die sind wunderbar. Und es kommen schon die Upgrades für die Knights und der erste Knight. Jo! Läuft grundsätzlich bei Original. Der Kampf ist jetzt interessant. Die Bären sind in Masterform und stehen hier ganz gut, auch wenn die Riflemen unberührt hier hinten stehen. Der Keeper mit großen Problemen stand natürlich vorne drin und läuft jetzt weg. Schafft es mit 30 Hitpoints hier noch wegzukommen. Jetzt stehen die Bären gut, aber ein Schuss, ein Hammer würde ihn töten. Der Archmage darf jetzt in Bedrängnis. Er hat eine Invo Potion. Zieht er nicht, dafür zieht er das TP rechtzeitig. Verliert hier praktisch nichts. Ein paar Footmen sind natürlich gefallen, aber Footmen zählen nicht mehr in dieser Spielsituation und damit hat er ein bisschen Schaden gemacht. Nichts verloren, die Armee ist groß, die Armee ist jetzt noch größer geworden. Mortar Team, Knight, da ist jetzt alles da. Das sind diese große Human Army, gegen die auch ich immer scheitere, wenn Original mal genug Zeit hat, eine solche zu bauen. Also, das sieht schlecht aus für Vedex. Auch wenn das auf den ersten Blick nicht so schlecht aussieht mit den drei Bären hier, aber auch die fallen relativ schnell, vor allem wenn der Zwerg noch ein bisschen in Form kommt. Einen Hammer oder Clap wirft er, glaube ich. Wahrscheinlich gibt es gleich nochmal eine Invo Potion, die Nummer 2. Also Gold hat er genug, da sollte er sich auch noch die Invo Potion für den Zwerg gönnen. Mit seinen 1900 Gold. Ja, aber das scheint er auch zu tun. Genau, noch eine Heal Scroll. Da ist er voll ausgestattet, Original, und es kommt der Push von Vedex. Der könnte ihm jetzt sogar in die Karten spielen. Der Knight schafft es noch nach vorne rein und der Mountain King schafft es auch vorne rein. Damit sind sogar die Riflemen sicher. Hier mit dem Clap sehen wir schon, der erste Bär fällt. Es kommt das TP. Aber auch allein die Riflemen machen so viel Schaden auf die Bären. Der zweite fällt nicht, aber fast wäre er gefallen. Im Moment sehe ich nicht, dass Vedex das noch rumreißen kann. Rejuvenation ist natürlich schön, das ist jetzt wunderbar, aber die Armee ist zu klein. Mit hier 51 Supply gegen 73 Supply. Und er produziert ja immer noch. Hier kommt auch Fragmentation Shards für die Mortar Teams. Nur die Double Barracks produziert gar nicht so viel. Sicherheitsvariante, zwei Knights sind schon dabei, Mortar Teams ist dabei, Zwerg jetzt auf Stufe 2. Der Archmage hat sich eigentlich gut rausgehalten, damit der Zwerg, genau, jetzt läuft er wieder weg, richtig so, damit der Zwerg allein die Erfahrung kriegt und möglichst schnell noch auf Level 3 kommt. Dann hat er Hammer und Clap und hat einen Mana Stone, der ist fantastisch für den Zwerg. Schnellere Mana Regeneration und im Notfall kann er ihn auch fressen und hat nochmal 250 Mana. Und Mana ist wichtig für den Zwerg. Clap und Hammer sind einfach fantastische Spells. Die können Matches entscheiden, rumreißen und ich denke mal gerade in diesem Falle beenden.
Eine Sobi-Maske. Dieser Zwerg hat gerade Weihnachten und Ostern zusammen. Und Geburtstag. Und alles. Also, saugeil. Wenn ihr zwei Items aussuchen als Zwerg, dann... Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch irgendwas, was noch toller ist, aber ich kann mir gerade nichts vorstellen, was ich geiler fände als Zwerg. Große Mana-Potion an sich wäre auch noch geil, aber nee. Mana-Stone und Sobi-Maske. Der schwimmt jetzt im Mana und hat ja auch noch die Brilliance-Aura. Gott. Schauen wir mal zu, wie das Mana nach oben tickt. Ja, das tickt ordentlich nach oben. Und die Echse des Nachtelfen steht bisher mit 3 Wisp drin. Die anderen kommen aber halt ja viel später als die von Original. Und hier ist das nächste Aufeinandertreffen. Der Nachtelf läuft erst noch ziemlich weit rein. Das bringt dem Zwerg eine fantastische Position für diesen Clap. Und hier sehen wir schon die Human Army mit viel Schaden. Die Rifler stehen ungünstig hier vorne drin. Aber es wird auf den Keeper of the Grove fokussiert und der fällt schnell. Die Rifler wurden noch hochgeheilt mit einer Scroll. Und da kommt er einfach nicht weg. Der Mountain King hat, glaube ich, noch nicht mal den Hammer benötigt. Die Riflemen machen einfach so viel Schaden. Da hat er kurz nicht aufgepasst mit dem Keeper, dann ist er down. Die Naga hat ja auch nicht viel Lebenspunkte. Der Zwerg mit der Invo Potion jetzt steht neben ihr und wartet eigentlich nur in Ruhe ab. Ah, er wirft den Hammer lieber auf den Bär. Oh, ein TP von Original. Das überrascht mich jetzt sehr. Vielleicht, weil der Zwerg so angeschlagen war. Ja gut, okay, ja, aber der hatte Mana, die Naga war schwach und es war nur noch ein Bär da. Ich glaube, das TP war übervorsichtig, aber falsch macht er damit auch nichts. Insgesamt hat er, denke ich, wenn ich das so sehe, wieder deutlich mehr getötet, auch wenn er ein paar Riflemen wohl verloren hat. Und Knights, die zwei Knights sind anscheinend gefallen vorne drin. Na gut, dann war es jetzt, muss ich sagen, war es fast schon ausgeglichen. Aber nur fast, da Vedex natürlich seinen First Hero verloren hat. In der Army ist es, tut's ihm jetzt, hat es ihm zwar gar nicht so sehr wehgetan, wie wenn der Undead seinen Death Knight verliert. Ja, aber alles in allem, Original ist hier vorne und er muss noch den letzten Schlag setzen. Ist immer leicht gesagt von außen. Ich bin ziemlich sicher, dass ihm das viel schwerer fällt, festzustellen, dass und wie weit er vorne ist. Wir sehen hier in aller Ruhe die Helden samt Inventar. Mit 5 und 4 bei ihm gegen 3 und 3 auf Nachtelfenseiten, auch wenn der Keeper kurz vor 4 ist. Aber gerade beim Keeper macht es keinen großen Unterschied mehr, während der Zwerg einen großen Unterschied macht. Und ich glaube sogar der Archmage auf 5, ich weiß nicht, lass mich mal schauen. Wo ist der Archmage? Hat er Brilliance Hour Level 2 nur geskillt, also die großen Water Elementals. Keine Ahnung, ob man nicht sogar hier Brilliance Aura 3 skillen könnte, gerade wenn man so einen coolen Zwerg schon hat. Und ein paar Caster. Aber auch das ist nicht falsch. Also soweit so gut. Ja, Original will noch hier, spielt ganz sicher noch seinen dritten Helden, hat 2000 Gold. Also ich benutze das Wort nicht gerne bei Original, aber bisher ist es souverän. Er ist nicht in Gefahr. Ach ja, das Mercenary Camp ist ja auch noch da, das können wir uns mal holen. Und den Paladin leveln damit. Ja, gut, die beiden Helden weg, nur der Paladin wird gelevelt, das passt. Nicht verwirrt sein, ich rolle nur aus dem Bild, um die Heizung höher zu stellen. Tada! Ja, in meiner schönen Kaminwand hinter mir ist eine Heizung integriert. Genauso. Potion of Greater Healing, Mantle of Intelligence. Ja, warum denn nicht? Ah, den mit dem Lightning Sheet lassen wir ein bisschen drinstehen, sonst wäre es zu einfach. Damit er auch was zu tun hat. Und mit der Brilliance Aura er heilt und trotzdem tickt sein Mana fast gleichzeitig wieder hoch. Also, läuft soweit. Vedex weiß wohl oder sieht sich als hintenliegend an, hat sich jetzt eine große Bärenarmee gebaut. Die ist durchaus furchteinflößend, wenn sie es schafft, in die Human Army reinzukommen. Original nur mit zwei Knights, die da ein bisschen blocken. Und der Zwerg wird natürlich mitmachen. Wenn die Bären hier in die Caster und Mortar Teams und Riflemen, also wenn die da ordentlich reinkommen, machen die einen ziemlich guten Schaden. Aber die müssen halt reinkommen. Das ist sehr schwierig. Braucht man viel Platz, gerade bei so vielen Bären. Muss sie da ordentlich reinkriegen und der Gegner ist ja auch noch da, der versucht das zu verhindern, gerade mit dem Slow von den Zorgs. Also wird schwer. Original, die Safe-Variante nochmal mit der nächsten Expansion und er creept die Karte leer. Als Außenstehender könnte man ihm vorwerfen, dass es hier nicht beendet. Wenn man im Spiel ist, sieht das alles natürlich immer anders aus.
Und da ist es schwieriger, mutig zu sein. Er hat die Sobi-Maske auf den Paladin gegeben. Wo ist denn der Rest? Der Zwerg. Nein, er hat noch eine gefunden. Item Luck hat er auch noch. Denn auch der Paladin freut sich natürlich riesig über Mana. Und noch mal ein Healthstone. Also von den Helden und wahrscheinlich auch von den Einheiten von Original wird da nichts sterben, wenn ich das richtig sehe. Weder der Paladin, der jetzt bestimmt den Healthstone kriegt, das passt bei ihm. Der kann, ist der Einzige, der sich selbst ja nicht heilen kann, sondern nur die anderen. Und Vedex wurde es zu langweilig in der Basis, da, deshalb gibt es einen Go. Original könnte sich TP'en. Ja, ich habe selbst noch nicht gelernt, dass da ein Overlay ist. Ich klicke die Helden an, um zu gucken, wie das Inventar ist. Hat aber Angst vor den Türmen hier, Vedex. Mit der Anzahl an Bären müsste er das nicht haben. Und Original will aber auch nicht TP'en, sondern macht auch lieber Gegendruck. Er weiß nicht, dass Vedex kein TP hat. Warum die hier rumstehen, um was abzufangen? Vedex has left the game, weil Original die Basis angreift. Ich schätze mal, das war als GG zu verstehen. Auch wenn es jetzt mich ein bisschen überrascht, dass es noch nicht mal mehr zum Kampf gekommen ist. Aber das klären wir mal. Lernen wir gleich. Wie schon gesagt, sah es ja schon recht deutlich aus. Also im Original war definitiv vorne. Oh, okay. Gleich gibt es weitere Infos. Vedex scheint aus dem Spiel geflogen zu sein. Es war kein beabsichtigtes Verlassen. Deshalb müssen wir jetzt mal klären, wie das gehandhabt wird. Während die beiden das klären, könnte man mal schauen. Zack. Nochmals die Tabelle für euch. Für alle später Zugeschalteten, wir sind mal wieder in der BTV Creepcamp Liga unterwegs. Und hier heute im Peon Pit haben das Spiel von Original gegen Vedex gesehen und wir kommen ein Rematch. Wir bekommen ein Rematch des zweiten Games. Das erste haben wir nämlich schon gesehen, da hat Original gewonnen, liegt somit 1-0 vorne, wurde seiner Favoritenrolle bis dato gerecht, hat beide Spiele an sich souverän runtergespielt. Er war nie ernsthaft in Gefahr, so muss man das sehen. Und dadurch, dass wir ein Rematch bekommen, muss ich mein eigenes Match von gestern wohl alleine casten, was irgendwie bei eigenen Matches immer doof ist. Aber bevor es nicht mehr geht oder ihr gar nicht up to date seid, werde ich auch das machen. Und im Anschluss daran schauen wir mal, was es noch so gäbe. Komischen Bewegungen sind wie immer zu ignorieren. Wir befinden uns auf Terrinas Stand und gehen gleich ins zweite Spiel. Und ihr habt Glück, ich denke dran, euch das Warcraft auch noch einzustellen. So, und bevor es hier losgeht, holen wir mal Nachschub. Mike off. Mike on.
Sorry, Game crashed. Ja, das haben wir bemerkt. Damit haben wir das Rematch hier zwischen Original und Vedex auf der Arena Stand. Schauen wir mal, ob sie ein bisschen aggressiver vorgehen diesmal. Es war durchaus ein passives Match für alle, die es nicht gesehen haben. Original hatte gerade die dritte Echse hochgezogen und lag wohl vorne. Also ich hätte ihn da schon als in Führung liegend gesehen, aber man weiß ja nie, was er noch so alles versaut. Cancel by Host. No, jetzt geht's los. Vedex links oben wieder. Das ist gut, da bin ich nicht verwirrt. Gleiche Aufteilung. Altar und Moonwell. Nein, Altar und... Ach, deshalb hat er vorhin auch ein bisschen auf seinen Helden warten müssen, glaube ich. Baut er die immer so? Jetzt der Moonwell. Ah ja, sieht so aus, als hätte er die tatsächlich so gebaut. Dadurch ist der Altar ein bisschen zu früh fertig. Er kann den Helden nicht direkt den Auftrag geben. Dafür etwas schneller die Archer, die er hier auch passiv in der Basis baut. Also keinen AOW-Creep macht. Original... Scheint diesmal... Oh, diesmal baut er nicht den Standardbild. Bisher hat er gespielt gehabt mit dem klassischen Archmage und ein paar Footmen und ist später erst auf Rifleman geswitcht. Jetzt sehe ich hier einen Blacksmith. Das bedeutet ziemlich sicher Rifler. Und dann schauen wir mal, ob er klassische Pala-Rifle-Strategie spielt. Oder ich sag mal das Original Spezial mit Archmage Rifleman. Und solange noch nicht viel passiert, kriegt ihr noch mal kurz ein Standbild. Wir haben nicht viel verpasst und sind jetzt gespannt. Wir sehen den Paladin, also Pala Rifle, ganz klassisch. Und sehen hier drüben diesmal einen Demon Hunter, nicht den Keeper of the Grove, wie noch eben. Scout Wisp hier gerade draufgegangen. Es scheint so, als wäre der Scout Wisp draufgegangen. Demon Hunter auf Level 1 holt sich erstmal die ganz kleinen. 1.1 dann. 1.3 sogar. Der Paladin ist noch nicht da. Das ist normal. Der ist ein bisschen langsamer wegen der Build Order. Kommt der nächste Scout. Und jetzt ist auch der Paladin im Spiel. Vedex hier wieder mit den vorsichtigen Creep-Spots. Das hat er die letzten Spiele auch zumindest so ähnlich gemacht. Er macht ja auch keinen Ancient of War Creep. Deshalb muss man da ein bisschen vorsichtiger sein. Und das ist noch nicht mal ein so kleines für nur drei Einheiten. Sieht man daran, dass der Demon Hunter viel Lebenspunkte hier verliert. Dritter Archer kommt jetzt und da muss er sogar wegrennen. Und hier jetzt auf den Archer aufpassen. Nein, 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 Archer lauf weg. Oh nein, da verliert er einen Archer am Creep Camp. Das sollte nicht passieren. Ring of Protection. Ist gut für den Demon Hunter. Finde zumindest ich. Original hier mit Milizen und schon zwei Riflemen. Sollte das einfache Creep Camp hier an der Echse problemlos schaffen. Und das sieht für mich auch so aus. Die Milizen sind schon ausgelaufen. Kann man ein bisschen über das Timing dann streiten. Aber naja, gut. Sind genug Riflemen da. Die
gehen jetzt down und die braucht er eigentlich auch nicht mehr. Es sind nur 4, deshalb tippe ich mal drauf, dass er nur creept und die jetzt zurückschickt und keine Fast Exe spielt, die auch nicht unbedingt zum Parler Rifle Stil passen würde. Okay, ich liege vollkommen falsch. Er spielt die Fast Exe. Warum auch nicht? Also spricht jetzt ja auch nichts dagegen. Damit sehen wir dann wahrscheinlich ziemlich lange hier Tier 1. Die Exe Fritz ist halt Ressourcen, die er sonst für mehr Rifleman hätte. Also wenn man keine Exe spielt, hat man mit der Strategie normalerweise so diesen einen sehr harten Push. So am Ende von Tier 1, vielleicht auch Anfang von Tier 2, wenn man 7, 8 Rifleman hat. Dann machen die nämlich einen immensen Schaden. Entschuldigung. Und der Gegner ist meist nicht in der Lage, das schnell genug zu kontern. Also wenn er nicht wirklich gut ist, ist das sehr schwierig, das diesen Timing-Push abzuwehren. Deshalb hätte ich das jetzt eigentlich erwartet von Original, dass er hier versucht, dann Druck zu machen. Das ist jetzt halt wieder die vorsichtigere Variante. Kann er sich erlauben, auch Vedex spielt ja eher vorsichtig. Range of Wonders, Tree of Life ist im Tech. Tech sehen wir bei Original natürlich nicht, es kommt dafür der nächste Rifler. Und hier fehlt auch noch ein Worker. Schauen wir mal, ob er den noch nachzieht. Davon gehe ich aber aus. Und er hat jetzt halt das Problem, klar, er kriegt ein Holzproblem. Ist ja schön, dass man so viel Gold von 2 Expansions hat, aber wenn man kein Holz hat, kann man das auch gleich nicht nutzen. Ich bin nicht sicher, was ich davon halten soll. Also der 5. ist in jedem Fall da. Kann natürlich hier jetzt auch noch mitproduzieren und so schneller Worker bekommen. Alles gut. Aber ich weiß nicht. Ich habe schon gesagt, wir haben etwas Zeitprobleme, deshalb werden wir kein Nach-Game-Interview mehr hinkriegen. Auch nicht mit Original, das wird alles nicht mehr klappen. Da der Abbruch alles ja ein bisschen jetzt verzögert hat und wir es wiederholen müssen, das Spiel. Sonst hätten wir ihn auf jeden Fall mal gefragt, wieso er diese Variante gewählt hat. Jetzt gibt es Upgrades für die Rifle, das passt alles. Also voller Fokus auf seine Rifleman. Die wenig Holz kosten. Wenig? Gar keins. Also die kann er pumpen, das passt schon. Er hat auch genug Supply, um das hier durchzuziehen. Und 3, 6 sind es schon. Da ist das Lightning Shield, das wird rausgezogen. Gut positioniert in die Creeps, aber nicht so nah, dass er den Falschen töten könnte. Potion of Invulnerability. Jupp, passt. Mana, über Mana freut er sich zwar noch mehr, der Paladin, aber damit ist er jetzt nochmal unsterblich. Ja, er hat die Devotion Aura auf 1 und ziemlich sicher dann das Holy Light auf 2. Hat Level 3 erreicht, Demon Hunter hat noch nicht Level 3. Demon Hunter auf Level 3 könnte ein guter Konter zum Paladin sein, weil er ihm halt das Mana burnt. Der Paladin möchte viel Mana haben. Jetzt gibt's einen Go. Der ist gut, das ist ein fantastisches Timing. Da werden beide Ancient of Lores abgebrochen. Es kommt das TP, aber trotzdem, er wird lange keine Bären haben. Das war ein guter Push und er kann sogar den Kampf nehmen. Die Anzahl an Riflemen ist sogar größer als die der Archer und damit fallen die hier wie die Fliegen. Und der Paladin musste noch nicht mein Holy Light benutzen und er hat auch noch die Invo Potion, also auch der Fokus auf ihn bringt nichts. Da muss Original sich nicht zurückziehen, er tut es trotzdem. Nein, jetzt geht's wieder rein. Jo, da fällt der nächste Archer, es ist auch nicht nachts, es ist kein Shadow Meld möglich. Jetzt nimmt er das TP, ist in Ordnung. Invo wäre auch gegangen, aber fast alle Archer getötet, keine Riflemen verloren. Das war definitiv ein erfolgreicher Push, vor allem, dass er die beiden Ancient of Lores abbricht, ist für ihn dann wichtig. Vedex taggt direkt auf Tier 3 durch. Das wäre nämlich so, ja, auf Mountain Shines zu gehen, ist die einzige Möglichkeit, das die Riflemen zu countern. Aber genau deshalb war es so wichtig, hier das mal abzubrechen von Original. Dadurch ist sein Nachteil im Tech, den er ja hat, fällt schon wieder geringer aus. 45 von 54 Supply bei Original, 22 von 50 bei Vedex. Das sieht ziemlich gut für ihn aus. Falls es kurz hängt, das Spiel, sorry. So, ich habe den Chat nicht gesehen. Kann man die 60 Sekunden Delay nicht irgendwie umgehen, fragt Duncan MacLeod. Ja, also ich glaube, wir bräuchten sie nicht. Die meisten in der RBTV-Liga hat eigentlich keiner ein Problem damit und ich vertraue auch den ganzen Leuten.
Das ist tatsächlich sowas, was ich an sich immer machen möchte, weil es, ich sag mal, etwas professioneller ist und dann doch auch so, dass das kleine Risiko, dass doch mal irgendwie dann jemand meint, der hätte aber können, also so Verdächtigungen schon mal ausschließt. Deshalb die 60 Sekunden, ich finde es okay. Ja, ich reagiere halt ein bisschen langsamer auf den Chat, das ist so das Einzige. Das kann ich verstehen, aber derzeit wird es wohl bleiben. Hoho, Potion of Invulnerability nochmal. Er hat überhaupt keinen Platz mehr, der kleine Paladin. Ist er schon Tier 2? Er ist schon Tier 2. Dann kommt wahrscheinlich gleich ein Second Hero und er schwimmt wieder im Gold. Also den Gedanken hinter der Fast-Echse muss er mir mal noch erklären. 700 Holz hat er auch. Hat er einen Schredder? Nein. Wie kommt er denn auf so viel Holz? Ein bisschen wenig gebaut, vielleicht. Okay. Sieht natürlich alles gut aus. Jetzt kommt der Mountain King und schau mal, was er hier hat liegen lassen. Gloves of Haste, genau, die eher wertlosen Sachen. Gibt es einen Creep Check? Das gibt einen Creep Check. Die Archer hier wieder mit Lightning Shield. Und jetzt immenser Schaden von den Riflemen. Hier müsste gleich ein Holy Light kommen. Da kommt das Holy Light und somit bisher noch nichts verloren auf Seiten von Original, der hier auch den Shadow Priest sogar hat für die Heilung. Und zwar gegen zwei Helden mit der Naga kämpft, einige angeschlagene Riflemen hat, aber alle Riflemen stehen noch. Der Paladin wird 5 tötet, den Demon Hunter. Das geht diesmal schnell hier. Also, würde ich mal so sagen. Und was für ein hier? Wand of Mana Stealing. Ja, warum denn nicht? Mehr Mana für den Paladin. Der Zwerg ist auch da. Die Naga ist squishy. Der Demon Hunter ist tot. Die Armee geschlagen. Jetzt muss Original es zu Ende bringen. Aber wir haben hier Bären im Spiel. Die sind gut. Da nutzt er seinen Tech-Vorteil. Die hat Original das letzte Mal mit seinen Knights und so weiter gekontert. Das wird er diesmal nicht tun können. Er spielt nur Barracks Arcane Sanctum bisher. Und zwar auch nur eins. Jetzt kommt das zweite. Ja. Ressourcen hat er. Holz ist immer noch, wäre, also ist seine Schwachstelle. Da könnte man jetzt sagen, ja gut, im Multitasking, da hätte er sich ein bisschen drum kümmern gekonnt, mit den Ressourcen die schneller auf die Karte zu bringen. Wenn man was kritisieren möchte, und ich will ja immer was kritisieren, dann wäre es das. Sicherheits hochheilen. Die drei Bären könnten ihm ein bisschen zu schaffen machen, wenn die gut positioniert sind. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Riflemen machen aber auch bei Bären guten Schaden. Kurzer Check, keine Echse. Der Zwerg ist da, ich schätze mal mit einem Hammer. Oder Clap zuerst. Bei so wenigen Archern wäre fast schon der Hammer gut. Aber Clap funktioniert ja auch gegen alle Bären. Also er kann eigentlich kaum was falsch machen. Und kauft sich hier nochmal eine Invo-Potion. Könnte auch, hätte auch die eine, ja, und alles, was er kaufen kann. Er hat genug Gold, gute Idee. Hätte auch die eine große hier vom Paladin rüber switchen gekonnt. Aber solange der Paladin ja fit ist, kann er den Zwerg heilen. In dem Sinne passt dann wieder alles. Hier sehen wir schon den Schaden. Die Bären hauen zwar auf den Mountain King rauf, aber der wird gleich geheilt vom Holy Light. Nein, der zieht erstmal die Invo Potion. Und die Riflemen machen einfach einen unheimlichen Schaden. Auch der Paladin hier, der könnte, zieht gleich seine Invo Potion. Ich verstehe gerade nicht, warum den Zwerg nicht heilt. Das sollte er jetzt tun mit dem Holy Light. Dann muss der Zwerg nämlich auch gar nicht rauslaufen. Holy Light, Original? Original? Schläfst du? Okay, der Zwerg ist gefallen. Das war definitiv jetzt ein Fehler von Original. Dafür fallen die nächsten Bären. Jetzt nur noch einer da. Jo, der Bär ist tot. Es sind auch ein paar Riflemen gefallen, aber insgesamt sehr wenige. Die Triaden schmelzen gegen die Riflemen jetzt ohnehin. Und auch der Demon Hunter wird recht bald fallen. Nochmal die Invo Potion. Beim Paladin, der hat dann beide benutzt. Hier auch nochmal die Armor erhöht mit dem Scroll of, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Sea Witch, Naga ist down. Ach ja, Level 6 wird was wiederbelebt. Demon Hunter tot. Alles tot. GG. 2-0. Original. Holt hier, glaube ich, historisch seinen ersten echten Sieg in der Creepjack Liga. Creep Camp Liga. Ich muss mich mal entscheiden, wie ich das nenne. In der RBTV Liga. Gratulation an Original. Schauen wir mal, ich weiß nicht, ob es jetzt noch reicht.
Ja, Multitasking, ich bin gleich wieder bei euch. So, damit hier P und Pit Original Matches 3 jetzt und Score 4. Damit springt er auf Platz 3 hier. Und wahrscheinlich, wir haben noch ein wenig Zeit. Das heißt, zumindest Original dürfen wir noch kurz begrüßen hier gleich. Wie schon gesagt, wir sind leider ein bisschen im Verzug, deshalb lassen wir auch das allgemeine Aftergame-Interview heute mal raus und versuchen in mein Spiel von gestern noch kurz zu springen, da ich gerade das halt schon lieber mit Original ein bisschen casten würde. Das eigene Spiel allein casten ist irgendwie seltsam. Ja, das wollte ich euch nicht zeigen. So, in dem Sinne dürft ihr auch direkt mal kurz sehen, wo wir jetzt hingehen, nämlich in Liga 5a. Winkes gegen Oni Demoni. Schätzungen, wie es ausgegangen ist, sind erlaubt. Gerne in den Chat. Während wir auf Original warten, der. Ah, okay. Kommando zurück. Wir machen doch ein kurzes Interview. Da waren die Spieler schneller als ich. Dann machen wir das heute doch. So. So, der Link ist auch da. Könnt ihr mich hören? Servus. Hallo und herzlich willkommen im Stream Original und Vedex. GG. Moin, GG. Ach, da bist du ja. Hallo, grüß dich. Moin an dieser Stelle auch an Bodes, der gerade schreibt. Und ja, fangen wir mal so an, Vedex, du bist ja bei uns hier insofern neu. Bist du bei Creepcamp Liga neu? Bist du schon länger dabei? Wie kommst du denn dazu? Ich bin neu. Ich spiele auch erst seit 3 oder 4 Wochen Warcraft. Ich habe mich vorher nicht rangetraut. Also ich bin echt noch ziemlich neu. Also seit 3 oder 4 Wochen überhaupt? Ja. Dafür kann man dann nichts kritisieren. Original, wie lange spielst du denn schon? Ich spiele so zwischen 4 und 15 Jahren, glaube ich. Nee, tatsächlich. Ja, Kind der ersten Stunde, aber online spiele ich jetzt tatsächlich auch erst seit kurzem. Ich glaube, die dritte oder vierte Season bei dir. Ich habe gerade groß verkündet, dass es historisch ist, dass du als Favorit zählst und ein Spiel tatsächlich gewonnen hast. Ja, ich möchte das herausstellen, das war mein erster Sieg tatsächlich überhaupt in der Liga. In 4 Saisons oder 3, ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt war. Vedex, du darfst also Zeuge eines historischen Moments in Originals, naja, Anführungszeichen Karriere sein. Fühle mich geehrt. Man kann auch, wenn man zum Spiel kommt, im ersten Spiel, sag mal so, es hat von mir so zu Beginn alles gepasst und dann kam sein Push in meine Base. Oh, da höre ich nur die Worker schreien. Da dachte ich schon, oh, das schmeiße ich jetzt hin. Ich hatte Habe ich auch aber gedacht. relativ viele Archer dabei verloren. Ich glaube, das war noch mein Glück. Ja, recht viele. Und das Problem war, dass ich mich gewundert habe, warum ich so viele Units habe. Ich hatte gar nicht genug Arbeiter fürs Holz hinten. Und das hat mir dann später gefehlt. Das war dann so mein Fehler. Mal gucken. Ja gut, ich war dann halt relativ gut gelevelt und mit Level 3 Water Elemental habe ich dann, glaube ich, dann mal hier nach hinten rausgeholt. Aber ich weiß, Winke sagst du gern. Ja, Entschuldigung, ich war leicht abgelenkt, weil ihr wohl etwas leise wart im Stream. Ich habe es jetzt lauter gestellt. Hoffe, dass ich es rechtzeitig geschafft habe wegen der Verzögerung. Glückwunsch von Bodes. Und ja, also der Push, der war wunderbar, der war ziemlich stark. Der hat mir sehr gut gefallen, die ganzen Worker schön geschnetzelt. Ja, die Archer sind immer schnell gegen die Footmen halt gefallen. Die sind halt anfällig, wenn die Footmen erstmal reinkommen in die Archer, machen die einen ziemlich guten Schaden. Und deine Archer standen bei dem Push noch halbwegs außerhalb der Basis. Und Original kam von hinten halt und stand dann direkt in den Archern. Deshalb hast du da sehr viele verloren. Original, wenn da ein Demon Hunter in deiner Basis steht und der dann auch noch Immolation anhat,
dann die Milizen, die schon halb tot sind, noch um ihn rumstehen zu lassen, ist vielleicht nicht das Klügste. Um es mal so zu sagen. Ja, ich muss das sagen, da war ich aber echt im Panikmodus, weil, wie du Winke sicherlich bemerkt hast, ist mein TP relativ in die Hose gegangen. Da kam nämlich nur der Erzmagier zurück. Die ganze Armee ist noch irgendwie über die Karte gelaufen. Ja, das auch. Das habe Und ich bemerkt. dann musste ich halt irgendwie. War mir dann die Arbeiter egal. Ich musste irgendwie meine Armee zusammenhalten und formieren. Und ich wusste, wenn ich. Ja, was heißt, ich wusste. Es war dann irgendwie dann Glück, dass ich hätte früher rausgehen sollen, glaube ich. Dann, aber ich weiß es nicht. Das war auf Ja. jeden Fall, hat sich nicht gut angefühlt. Ich muss noch mal kurz hier wegen technischen Dingen danken, MacLeod. Sorry, also noch lauter kriege ich sie nicht, wenn sie immer noch nicht wirklich gut zu hören sind. Also die Anzeige, ich höre sie, es sollte eigentlich alles okay sein. Kann ich, also besser, sorry, geht gerade nicht. Ja, und dann war das eigentlich aus meiner Sicht halbwegs ausgeglichen. Oder sogar ziemlich ausgeglichen. Du hast von Vedex recht viele Einheiten zwar getötet, aber er hat deine Economy nicht zerstört. Nur Vedex, wie hast du den letzten Angriff denn von Original dann gesehen? Wie schon gesagt, ich wollte eigentlich, mein Plan war auf Bären zu gehen, meine ich, schnell zu tacken und auf Bären zu gehen. Mir fehlte das Holz dafür, weil ich viel zu wenig Arbeiter gebaut habe. Und dann Okay, konnte ich ja. dementsprechend auch nicht nachproduzieren und ja, Das hast du im Spiel danach. hatte dann nichts dafür. Ja, genau, also das war dann halt schwierig, diesen Push abzuwehren. Ich habe noch gesagt, ob Original den nicht sogar hätte früher setzen sollen, weil seine Worker zwar alle down sind, aber bei dir war die Army down. Ja, also da war halt die Schwierigkeit für dich, den irgendwie zu überleben, diesen Push. Theoretisch, wenn du den überlebst, mit der Echo könnte das gehen. Aber die Sache mit den Bären ist eine gute Überleitung zu den nächsten Spielen. Da hast du nämlich darauf geachtet, oder? Ich habe sehr viele Bären bei dir gesehen. Jo, da hatte ich auch ganz gut welche ansammeln können, aber dann ist leider mein Spiel abgestürzt. Das war Ja, ich schade, hatte auch ja. gar keinen Überblick. Schade. Ja. Gerade bei Weil dem ich glaube, langen Spiel, das ihr euch da geliefert hattet. da, ich weiß nicht, ich bin gerade, war, glaube ich, beim Absturz auf seine Äxte zugelaufen und er ist in meine Base rein. Da wird mich so ein bisschen, weil ich kann das immer so schwer einschätzen. Wie war denn da so der Spielstand, Winkes? War da einer vorne oder? Also ich hätte Original da schon vorne gesehen. Ich habe auch noch spekuliert, ob Vedex, ob du raus bist, weil du die Armee gesehen hast, war aber irgendwie unlogisch. Von daher, ja, war halt ein Abbruch, dumm gelaufen. Ja, also die Bärenarmee war ganz gut, aber Origins war halt auch ziemlich riesig mit Knights und Mortar-Teams und der böse Zwerg. Also ich denke, beim Aufeinandertreffen wäre das schon für ihn ausgegangen, aber hätte Fahrradkette. Ja, weiß ich, wirklich schade, weiß man nicht. Weil ich hab, mein Vorteil war da, ich habe diese Fast Exe gespielt und ich habe sie durchgekriegt, endlich mal. Und da war ich, denke ich, wirtschaftlich übers Spiel gesehen vorne. Das kann man so sagen. Du hast ja auch aus ordentlich Produktionsgebäuden dann gepumpt. Und da ist es schwer, also gegen diese großen Human Armies. Ich weiß da auch nicht, was ich mache. Wobei, Vedex, die Bären haben gepasst. Also da viele Bären. Wenn die in die Riflemen und so weiter reinkommen, machen die da einen ziemlich guten Schaden. Aber gut, Alles ja. klar. Vor allem, ich habe deine Echse gesehen ganz früh. Ja, mit diesem scheiß Wisp. Aber konntest du nicht abbrechen. Ja. Dann habe ich einfach auch expandiert irgendwann. Das ist gut Ja. soweit. Also so als kleiner Tipp, du musst nur unheimlich darauf achten mit deinen Archern, dass du da mehr wegrennst, wenn die Footmen kommen. Das war nämlich auch da, als du die Echse versucht hast abzubrechen, das Problem. Dass die halt da, die zwei Footmen haben halt ziemlich schnell guten Schaden auf die recht wenigen Archer noch gemacht. Und das ist die Schwierigkeit. Ja, auf die muss ich besser aufpassen, vor allem im Early Game. Einmal ist mir, glaube ich, auch mein Demon Hunter fast gestorben an einem Creep Camp. Ja. Der kam dann noch mit 40 HP raus. Ja, das ist genau. Das natürlich auch nur. Das habe ich tatsächlich öfter bemerkt mit den Archern. Das Mycore ist zwar nervig und schwierig, aber wenn Footmen oder halt alles, was Nahkampf ist, in Archern erstmal drin steht, dann haben die ein Problem. Zum Beispiel Untote mit den Ghoulen. Die sollten auch nie in den Archern drin stehen. Dann geht es den Okay, Archern also nicht einfach gut. wegrennen Ja. und kneifen Idealerweise am etc. besten mit dem einen, der gerade angegriffen wird. Dann rennen dir die nämlich nur hinterher, während die anderen schießen. Ja, aber ich habe viel Verständnis, wenn man das nicht mehr so hinkriegt. Das Micro, ich krieg das auch nicht hin.
Aber du merkst schon, Vedex, der Wink ist Liga 5-Spieler, also er weiß, wovon er spricht. Naja, also Liga 5 ist jetzt auch nur praktisch eine halbe oben drüber. Und ich habe auch noch kein Spiel wirklich gewonnen. Zwei Unentschieden sind auch mein größter Erfolg bisher. Ja, ich hatte letzte Woche 2-0 gegen den Platzhalter. Das war. Ja, das habe ich gesehen und ich glaube auch schon erwähnt. Das muss ein tolles Match gewesen sein. Ja. War spannend. Aber gut, abgebrochenes Spiel, da können wir lang drüber reden. Was war denn dann im letzten. Bedex, gib mal. Wie hast du das letzte Spiel empfunden? Meine zwei Scout-Versuche waren geht so. Einen habe ich gesehen, ich wollte, der ist in die Creeps gegangen, oder? Ja, der zweite ist auch gestorben. Da habe ich dann aber nicht mehr gesehen, was los war. Das ging zu schnell. Deine Scouts sind immerhin mutig, da kann man nichts gegen sagen. Und es kam dann halt recht schnell die Riflemen von Original. Genau, da war ich gerade an einem Creep Camp und dann habe ich Teleport gemacht und irgendwie kamen meine Einheiten alle halb angeschlagen zurück und ich wusste nicht wieso. Ja, da war sogar ein Lightning Shield, glaube ich, bei dir. Ja, ich glaube, ich bin noch in das Creep Camp gerannt. Das war ein bisschen dumm. Gut, ja, keine Ahnung, unser Creep Camp war, das zu machen ist an sich okay. Lightning Shield musste aufpassen, einer deiner Archer hatte dieses Lightning Shield und dann macht er halt Schaden an allem, was um ihn rumsteht. Und ich glaube, dieses Lightning Shield hat dir zwei Archer allein getötet. Original kam rein und diese blöden Riflemen, ich mag die auch nicht gegen mich, die machen halt auch ordentlich Schaden. Deshalb aber die Frage jetzt an Original, du hast Parler Rifle gespielt, ja. Wunderbar, das ist ja dann immer auf eine Timing-Push ausgelegt mit den Riflemen. Warum die Fast Exe dazu? Das habe ich nicht verstanden. Historisch ein bisschen schwer auf der Map mit der Creep-Route. Und ich empfinde, ich glaube, die Mine bringt genauso viel Erfahrung, Wink, korrigiere mich. Und ich habe da einen größeren Mehrwert. Okay. Und dann war die Mine schon mal frei und dann habe ich da halt natürlich dann auch die Exe gebaut. Also den Creep verstehe ich. Die bringt, glaube ich, ein klein bisschen weniger als das Mercenary, aber jetzt ist es kein großer Unterschied, das ist schon richtig. Nur ich dachte halt, du würdest dann nicht expandieren. Das hat Ressourcen gekostet und du hast ja trotzdem fast nur Riflemen gepumpt. Deshalb habe ich es und habe dann irgendwann deine Ressourcen gesehen, dass du im Gold geschwommen bist, aber trotzdem nicht hinterhergekommen bist, es auszugeben. Ja, das wäre so das Einzige, was mir da an Kritik aufgefallen ist. Vom Creep an sich, wenn man diesen Rifle-Build hier spielt, dann will man ja irgendwie Level 3 haben und dann pusht man in die Base rein. Ich glaube, da war ich aber schon wieder ordentlich zu spät dran, kann das sein? Jein, das fand ich alles noch okay, nur halt, auch wenn man es dann so im Rückblick sieht, hättest du dafür die Echse, für all das, genau das ist das Ziel, aber dafür brauchst du die Echse halt eigentlich gar nicht. So mein Gedanke gut, dabei. Dann hatte ich Level 3, bin in seine Base rein, dann hatte ich halt Glück mit seinen, dass ich ihn halt, während er gecreept hat, erwischt habe und dann war das eigentlich ein Festmahl. Ja. Und ich glaube, danach habe ich mich auch gut gefühlt, also, denke ich. Sorry, hier. Dass ich immer laut bin, wenn ich zu laut bin, bitte sagen. Wenn es nur die Standardbeleidigung ist, ja, okay, passt. Du hattest auch entweder ein tolles Timing, Original oder Glück. Er hat nämlich die Ancient of Lore. Lore, ja. AOL ist bei dir abgerissen, Vedex. Und das war halt, ja. Das hat dir wehgetan, oder? Ja, auf jeden Fall. Bisschen Zeit verloren. Ja. Ressourcen. Gerade in dem Matchup, wo er mit der Echse nicht getaggt hat und du eigentlich einen Tag-Vorteil hast, hat das, glaube ich, viel gebracht, dass die Bären halt noch mal ein bisschen später kommen und nicht in der ganz großen Anzahl. Das ist hier, glaube ich, wichtig. Dann kam es ja zum letzten Kampf vor der Basis. Vedex, aus deiner Sicht? Ja, ich war voll überfordert, glaube ich. Ich habe noch gar keinen Überblick, wie ich in die Kämpfe reingehen muss. Und ach, das habe ich auch noch. Ich mache immer nur A-Move und warte ab. Das ist schon mal gut. Vergesse ich meistens und das nach all der Zeit. Also ich gehe immer noch ziemlich kacke auch in Kämpfe. Von daher noch mehr Verständnis. Ich fand das auch, du hast den auch nicht unbedingt schlecht gekämpft. Das sah jetzt gar nicht so unkoordiniert aus. Die Bären waren vorne. Der Rest hinten dran, an sich alles richtig gestanden. Nur diese bösen Riflemen. Der Mountain King vorne drin, einmal den Clap, dann bewegen sich die Bären noch ein bisschen langsamer, die Riflemen machen so viel Schaden. Und Original, was ist denn da mit deinem Mountain King passiert?
Ja, der ist gestorben. Wieso das denn? Wie kann denn das passieren? Die Invo Potions, die haben einen Cooldown. Und, aber du hast doch da noch so einen Paladin. Hat er nicht irgend so eine Heilfähigkeit? Davon habe ich mal was Ich glaube, gehört. da verwechselst du jetzt aber die Spiele, weil in dem dritten Spiel, in dem Rematch, hatte ich keinen Paladin. Ah, ich hatte einen Paladin. Scheiße, stimmt. Hast Pala Rifle gespielt? Ich habe mich noch gefragt, wann kommt das Holy Light? Wann kommt das Holy Light? Ja, also da merkt man, ich bin ganz gut in Liga, in der Pyramidliga aufgehoben. Das hatte ich selbst im Stress dann gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe nur die Potions dann. Ich wusste, ich hatte drei Potions dabei, aber nur die Potions dann im Blick gehabt. Also, Velix, du hast es zumindest geschafft, seinen Second Hero noch zu töten. Ja, und mich jetzt in die größte Peinlichkeit zu bringen. Das Ich habe freut noch, ich mich. dachte, er ist eh Level 1, ist egal, wer da stirbt. Hallo, Body 70 auch noch hier im Stream. Und ja, 60 War die Sekunden Zeit. Delay, also langsame Reaktion, bitte ich zu verzeihen. Okay, ich denke, Vedex, letzte Worte von dir. Hat Spaß gemacht. Ja, ebenso. Und wir können noch mal gerne spielen, wenn du Bock hast. Ja, klar, gerne. Sehr Ja, gerne. cool. Jederzeit, schau auch gerne mal vorbei oder falls du magst, dass du gecastet wirst, melde dich gerne, komm auf den Discord. Jo, wir freuen uns. Ach, du bist glaube ich schon da, wenn ich das sehe. Ja, herzlich willkommen. Stimmt, du bist ja im Sprachkanal, bin ich doof. Ja, genau. Ja. Sehr gut, weg ist. Ne, also Alles immer klar. gerne und ansonsten wünsche ich noch viel Spaß und Erfolg in der Liga. Jo, Und danke euch Original, du auch. musst auch weiter jetzt, wenn ich das Ich richtig. muss leider weiter, ja. Damit darf ich euch beide verabschieden. Habt noch einen schönen Sonntag. Jo, gleichfalls. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. Nächsten Mal. Tschüss. So, ja, Original muss leider weiter. Damit bin ich allein. Werde euch trotzdem gleich mein Match von gestern noch zeigen. Kann ich selbst analysieren. Schauen wir mal, was ich da alles so versaut habe. Aber ich brauche eine kurze Pause. Es waren tatsächlich 1,5 Stunden schon. Interessant, wie die Zeit vergeht. Und Ed Duncan MacLeod noch, ja, hatte ich ein Parler? Fragezeichen. Ja, eine sehr gute Frage. Bleibt kurz dran. Ich versuche das so hinzukriegen, dass ich den 60 Sekunden Delay jetzt rausnehme. Also wenn der Stream kurz abbricht oder nicht mehr da ist, keine Sorge, das ist alles in Ordnung. Es sollte gleich weitergehen. Bis gleich.